Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zu einer Premiere auf meinem Kanal. Und zwar öffne ich zum ersten Mal die FIFA World Cup Russia 2018 Sticker, die jetzt schon seit 2,5 Wochen fast draußen sind. Leute, es kamen letzte Tage nur Livestreams, keine Videos. Das lag daran, ich habe einfach kein Material gehabt. Ich habe auf diese Sticker so lange gewartet. Das ist die deutsche Edition, wie ihr vielleicht seht. Auf jeder Seite ist das gleiche. Hier ist dann nochmal 90 Cent, 100 Tüten. Hier nochmal so ein digitale Packs. Und zwar, Leute, ich habe das Siegel schon mal aufgemacht gehabt, ganz kurz, da, um zu gucken. Um zu sicher zu gehen, dass ich das jetzt nicht kaputt mache. Und wir werden jetzt 10 Päckchen hier rausnehmen. 5 von der Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 von der Seite. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das sind unsere Päckchen. Dann stellen wir den Karton einfach mal hier hin. Die Sticker werdet ihr jetzt vielleicht bei den anderen YouTubern schon gesehen haben. Aber ich werde vielleicht auch noch einen Livestream heute gemacht haben. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall erstmal ein Video drehen, Leute. So sehen die Sticker-Tüten aus. Ganz klassisch hier mit dem Vokal. Lass sie einfach mal hier liegen, die WM-Tüten. Dann haben wir das erste. Und wir haben Glitzer-Sticker sogar gleich mal. Teamporträt von Argentinien mit Messi drauf. Wir versuchen mal die Kategorien zu sortieren. Dann haben wir das Moskau-Stadion. Die Luschiniki-Stadion mit 80.000 Zuschauern, die reinpassen. Medi Binatia von Marokko. Das koreanische Logo mit dem Tiger. Und Dele Ali von England. Wir packen die ja mal auf so Stapel. Und die deutschen Sticker packen wir einfach mal zur Seite, weil die sehen. Die sind, glaube ich, Nabil Dira. Dennis Glushakov. Ich lasse die jetzt auf dieser Höhe, weil das ist angenehm für mich. André Carillo, Nathan Chotli und das nächste Logo, Marokko. Oh, die haben aber ein komisches Logo. Das zweite Logo, Leute, also 2 Glitzersticker schon. Mir wurde gesagt, dass die Glitzersticker relativ selten sogar sind. So. Gehen wir die 3 in der Mitte um und dann haben wir als erstes Gary Cahill, Nikola Maximovic, Lamine Gassama, Mohamed Elneny und Eric Dyer. Schon 3 oder 4 Engländer gezogen. Viertes Stickertütchen. Das ist schon wieder was glitzern, Leute. Dann haben wir das serbische Teamporträt. Carol Lineti von Polen. Tom Rogic von den Australiern. Das Serbien. Also Serbien, Mannschaftsfoto und Serbien-Logo in einem Pack. Oh, das Puzzleteil. Ein Puzzleteil von den Puzzlen. Die lege ich auch nochmal hier zur Seite so. Also Serbien haben wir schon mal die. Nicht Porträtsticker, da haben wir schon wieder einen Code und wir haben schon wieder einen Glitzersticker, Leute. Meinetwegen könnt ihr sogar die Codes haben, weil ich spiele diese App nicht, ich verstehe diese App sogar gar nicht, was man da machen muss. Dann haben wir das KSI, das Island Logo. Gabriel Jesus oder Jesus. Brasilien. Maxi Pereira, Uruguay. Salif Sané, da steht jetzt noch, der stimmt, das ist der von Hannover. Lamine Sané war der von Bremen. Und das Belgien-Mannschaftsfoto. Die Hälfte haben wir geschafft, Leute. Oder haben wir geöffnet. Immer schön den Müll schmeißen, Leute. Niemals den Stickermüll auf der Straße liegen lassen. Ist das hier ein Torwartpick oder was? Wir haben hier 3 Torhüter drin. Den Namen kann ich, glaube ich, nicht aussprechen. Ayman Matt. Lotti oder so.
Raúl Ruidíaz, Peru. Dann das Mexiko oder Mexiko. Foto, Teamfoto. Rui Patricio. Und Allison oder Alisson von Brasilien, der Torhüter. Leute, also ich finde die Sticker relativ schlicht. Vielleicht ein bisschen teuer, aber alles wird teuer. Ist meine Meinung. Martin Caceres oder Caceres, Uruguay. Gabriel Torres oder Gabriel Torres von Panama. Zaid Ezzatolahi von Iran. Kim Jim Wook von Korea. Und Mohammed oder Muhammad Karaba von Ägypten oder Ägypt. Ägypten auf Deutsch, Ägypt auf Englisch. Also vier Logos, Leute, also das ist gut. Wenn wir jetzt noch eins hin haben, wir die Quote jeden zweiten Päckchen nennen. Ganz schönes Logo. So, dann haben wir Trezeguet. Der ist einfach nur Trezeguet, einfach kein Nachnamen. War auch schon bei der Kartenserie dabei. Aus Ägypten, dann Isco von den Spaniern. Ehsan Haizavi, Iran. Aziz Behich, Australien. Und Andreas Bjelland, Dänemark. Dass Dänemark dabei ist, wundert mich ein bisschen. Mit dem Lord Bendtner. Der ist ja auch in der Sticker-Serie. So. Dann haben wir die Sticker. Das japanische Teamfoto. Dann haben wir Kylian Mbappé von Frankreich. Hier steht Kylian Mbappé. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Kylian Lut. Ja, gut. Gut, ich hab gerade einen Blackout gehabt. Ismaëla Sarr, Senegal. Das Peru-Mannschaftsfoto. Die sind ja auch ganz knapp noch zur WM gekommen. Und dann noch Carlos Saceda. Auch von Peru. Letztes Digga-Tütchen, Leute. Immer noch keinen Deutschen gehabt. Das ist natürlich schade. Falls wir wirklich mit keinem Deutschen rausgehen sollten. Ich hoffe, wir haben jetzt nochmal einen 5-Glitzer-Sticker. Dann haben wir Giovanni Moreno. Adam Ljaschi. Seit. Ich glaube, den hatten wir gerade schon mal. England-Logo, Leute. Wir haben das 5. Logo. Milan Bardet oder Bardet. Ja, Bardet oder Bardet. Wow, gleich ausgesprochen. So, so werden wahrscheinlich jetzt immer die Unboxings ablaufen, dass ich die trenne. Dann haben wir ein paar Base-Sticker. Dann haben wir das Logo von England, Island, Serbien, Marokko und Korea. So, dann haben wir einen so einen Poster-Sticker. Ein Stadion-Sticker. Ich glaube, das ist sogar das größte Stadion mit 80.000. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Teamporträt-Stickern. Haben wir nämlich Peru, Japan, Moskau, Mexiko, Belgien, Serbien und Argentinien. Ich lasse jetzt mal Argentinien oben, weil da Messi drauf ist. So, legen wir das wieder schön hin. So, Leute, das war's von dem ersten 10 Booster-Unboxing aus der 100er Box. Ich habe noch beim Sticker-Projekt mache ich noch mit. Deswegen muss ich mir noch ein paar zurücklegen. Ich werde vielleicht 20 im Livestream aufmachen. Leute, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dem Video für euch. Heute seht ihr vielleicht gerade einen Livestream. 19 Uhr kommt das Video, 19 Uhr ist der Livestream online. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.